Dann folgen wir mal dem roten Pfeil. Hier blinkt es auch. Und zwar genau in diese Richtung. Gagmaschine, das hatten wir schon, das ist der Hut, der hat sich wahrscheinlich nichts verändert. Der entscheidet sich gut. Wall of Beef kennen wir. Die Weltkarte, das hat sich nichts verändert, denke ich. Wo ist denn nur diese... Okay, zum Einlass. Jan, bist du hier? Sieht nicht danach aus, er sieht eher danach aus, als wäre er dahinter irgendwo. Hier blinkt es in diese Richtung, aber ich kann hier gar nichts machen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Komm, ich habe meinen Code schon Dann warte mal, gucken wir nochmal ganz kurz ich drauf. Ich habe meinen Code. Hä, ich wollte doch nur gucken. Ich hab. Okay, geht nicht. Hä? Das sind nur die Witze. Du lieber ein Leben oder alles ein... klar, alles klar. Das ist nicht das, was wir wollen. Der Entscheid. Hihi, Scheiße. 4, 8. Da sind die Codes dran. Guck, wir gehen nochmal kurz zurück zum Geldspeicher. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ja auch noch eine Leiter. Die kann ich nicht benutzen. Hier ist aber auch nichts weiter. Hä? Wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, dann gucken wir. Müssen wir ganz genau durchgucken hier. Da geht's zum Einlass. Hier oben ist die Weltkarte, die Wall of Beef. Die kann man nicht benutzen. Da ist der Hut. Verschiedene Stühle. Weltkarte hatten wir schon. Da ist geschlossen. Da vorne ist er jetzt offen. Das ist ja sehr merkwürdig, liebe Freunde. Jan! Bist du hier? Ich bin der Sache jetzt gar nicht so abgeneigt, dass es hier vielleicht sich hier insgesamt um einen kleinen Fehler handelt oder so, weil wir hatten das ja schon mal vorhin, da bin ich ja durch den Wal gerade nach oben weggeflogen. Das Bild ist übrigens, das kennt man, oder? Ist das nicht der Deutsche, der sich eingepoltert hat? Ich weiß nicht, sieht so aus. Das ist sehr merkwürdig. Es ist, ich bin gerade sehr, kann man auch nichts machen, ne? Da ist nur der Hut. Wall of Beef. Weltkarte zum Einlass. Hier oben. Tja, die Gagmaschine haben wir schon. Ich habe mein... Auch angucken kann man nicht, bringt auch nichts nochmal. Das ist nur die Wall of Beef. Die kann man auch nicht schieben oder so. Das ist sehr, sehr merkwürdig. 4, 8. Jan! Jetzt versuchen da lang zu kommen, aber es funktioniert nicht. Ist das jetzt ein Bug oder was? Ist das ein Bug, ha? Oder ist das keiner, ha? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe aber auch nichts, wo ich irgendwas machen könnte. Ich kann hier mal so lang fahren. Wir fahren mal hier lang. Das hier ist generell natürlich nur das. Das ist klar. Jan, bist du hier? Nein. Jan ist immer noch auf der Insel. So, da geht's zum Situation Room. Das ist ja komisch. Ratlos, wie ich bin. Aber hier ist auch nichts dran, ne? Hier ist nur das Ding, hier hinten ist das. Komisch. Jan! Bist du hier? Ah. Hä? Ach! Okay. Lichtschalter. Tada! Ein Lichtschalter, das Merchandise. Na, siehst du, hat man vorher gar nicht gesehen. So viel nutzloser Plunder. Warum nutzlos?
Das kann man alles gut verkaufen. Haben die Zuschauer schon ordentlich gelootet, gieriges Pack. Okay, denn der Merch ist anscheinend uninteressant. Da geht's zum Studio, Eingangsbereich. Seit Jan weg ist, bleibt irgendwie das Publikum aus. Ja, wenn man keine Sendung mehr macht, dann braucht man das auch nicht. Okay. Ralf, alte Hupe. Das ist der Typ aus der Heute-Show. Ralf, endlich jemand, auf den man zählen kann. Hallo, William. Los, komm, wir suchen Jan. Wahrscheinlich auch hier erfolglos. Los, komm, wir suchen Jan. Ist der weg? Dann fange ich jetzt wieder bei Harald an. Alter. Ich glaube, Jans Geist ist hier und will uns etwas mitteilen. Naja, wenn er weg ist, verhökere ich erstmal seine Anzüge auf dem Flohmarkt. Tolle Idee. Das war's. Ich muss dann mal wieder. Ach, Alter, da war noch was. Er muss noch irgendwo sein. Im Rutschenparadies ist schon lange keiner mehr gewesen. Gute Idee, Ralf. Danke für den Tipp. Im Rutschenparadies, warte mal, nochmal kurz reden. Ralf! Hallo, William! Och, bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ja, Du, habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust. Nicht, dass ich ihn wieder auf meiner Ducati mitnehmen muss. So, dann ist das hier noch gewesen. Das haben wir noch nicht gemacht. Muss hier irgendwo sein. Habt ihr schon im Rutschenparadies geguckt? Ich würde mich für die Suche da freiwillig melden. Okay, also habe ich wieder zu früh weggeklickt. Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Das Rutschenparadies ist vermutlich rechts? Oder wo soll das sein? Ich weiß auch gar nicht, wo das sein soll. Wo ist denn hier das... Das ist der Einlass? Hier ist doch gar nichts. Wo geht's denn hier zum Rutschenparadies? Da geht's zum Situation und zum Studio. Einlassbereich ist klar. Hä? Ist hier denn noch irgendwas? Das ist nur der Geldspeicher. Ne, okay, alles klar. Nee, das ist falsch. Dann müssen wir da lang. Dann habe ich jetzt mal wieder was übersehen. Hast du das gesehen? Wo ist hier das Rutschenparadies? An welcher Stelle ist das? Wo ist hier der Eingang dahin? Da. Hä? Okay, da geht's hinter dem Tresen sozusagen runter, natürlich. Ist ja ganz klar. Jan? Jan? William? Bist du's? What? Jan, wach auf! Dein Retter in der Not ist da! Ich bin's, William! Ich bin's, der William. Da ist er wieder wach, guck mal. Ich war gar nicht weg, nanu. Ach du heilige Makrele. Hallo, William! Stell dir vor, ich habe gerade geträumt, wie ich von einem ziemlich fiesen Silberrücken vermöbelt wurde. Und? Habe ich was verpasst? Ralf, Larissa, der Beefträger, alle haben sich große Sorgen gemacht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach dir... Wurde auch langsam Zeit, dass du mich endlich abholst. Wo sind wir hier eigentlich? Ich befürchte, du bist den Schergen der AfG in die Hände gefallen. Die AfG steckt dahinter? Die Alternative für Germania? Die AfG. Lass uns bloß von hier verschwinden. Kann ich jetzt... Ach, benutze William mit Popcornmaschine. Miam. Da bin ich wieder... warte mal, ich kann jetzt selber verschiedene Dinge tun, oder was? Satellitentelefon. Mein Telefon! Da ist es ja! Der Akku ist leer. Komisch. Ich dachte, ich hätte es aufgeladen. Mit einem Aal. Im Traum. So, wir nehmen es mal trotzdem mit. Das kann man ja immer gut gebrauchen. Höhensonne. Dabei sind die bei dem Verein doch schon alle braun. Wow. Konsole. Alles made in China. Okay, das bringt gar nichts, ne? Nö. Hier hinten liegt eigentlich noch was. Ach, guck mal, da ist...
Beeindruckende Sammlung von Folterinstrumenten. Nimm aber sie wo mit. Ist die Wendler-CD? Alter. Okay, eine Zange. Hier ist die Konsole. Warte mal, bringt das was? Lieber nicht. Lieber nicht. Okay, das bringt nichts. Das ist William. Da ist ein Kinosessel. Bei uns sitzen sie immer in der ersten Reihe. Da ist ein Durchgang. Wir gucken mal ganz kurz mal zur Popcornmaschine. Warte mal. Vielleicht denkst du ein bisschen nach, bevor du irgendwelche Knöpfe drückst. Nee, das ist nicht. Das ist nämlich ein Probierspiel. Ich dachte gerade, wir hatten ein Geräusch gewesen. Das war aber ein Spiel. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Trichter. Okay, jetzt aber noch ein Trichter dazu und gespeichert Laborgeräte. William, die bauen eine Biowaffe. Gute Idee, aber ich brauche etwas zum Befestigen. Ich möchte es nicht kaputt machen. Das heißt, das ist schon mal gar nicht mal so... Sorry, Jan. Ich habe auch keine Ahnung davon. Hatten wir schon? Ja. Das ging nicht. Dann haben wir das hier mit der Konsole. Das macht aber auch nichts. Sorry, Jan. Ich habe auch keine Ahnung davon. Schon klar. So, hier oben ist nichts. Da oben ist jetzt das Schild. Das können wir nicht angucken. Das sieht aus wie AFG-Werbung. AFG. AFG. So, das haben wir schon gehabt. Da hinten kann man nichts machen. Da sind die Foltergeräte. Gut, dann gehen wir mal in den Durchgang hindurch. Ja, Herrin. Oh. Die Schmutzstaffel ist nicht umsonst der rechte Arm der Partei. Wir haben den Nestbeschmutzer Böhmermann festgesetzt und unterziehen ihn einer Gehirnwäsche. Das ist... Ja, Herrin. Die GEZ-Millionen, Herrin. Das Geld der Lügenpresse einsetzen, um unser Parteiprogramm durchzusetzen? Ein hervorragender Plan, Herrin. Das Nervengas verwenden, um die ganze Welt zu braven Parteisoldaten zu machen? So wie mich? Ja, Herrin. Es darf nur niemand unsere teuflischen Pläne in die Hand bekommen. Jan, wir müssen sie aufhalten. Unbedingt. Das sie wollen die ganze Welt mit ihrer Ideologie infizieren. Das geht nicht. Ja, aber wie? Und wie kommen wir da rein? Das ist wahrscheinlich jetzt die große Frage. Was haben wir denn da? Wir haben ein Kabel mit einer Zange, da können wir durchtrennen. Schnapp. Okay, alles klar. Jetzt ist die Tür zu. Wir müssen irgendwie die Tür aufbekommen. Schon klar. Wer macht da so einen Lärm? Aufmachen! Sofort! Die Tür ist ja dichter als die ungarische Grenze. Wer spricht da? Niemals. Niemanden reinzulassen ist mit der wichtigste Punkt in unserem Wahlprogramm. Diese Tür wird nur auf ausdrücklichen Befehl der Parteiführung geöffnet. Gute Idee. Verstehst du? Ich habe so eine Idee, aber die Frage ist, wie... Wie sollen wir das machen? Jetzt haben wir das Kabel durchgeschnitten, das ist jetzt hinten da das ausgegangen, der ganze Scheiß. Wir brauchen einen Plan. Richtig. Das bringt alles nichts. Das Telefon mit irgendwas. Damit bekomme ich sie nicht auf. Damit bekomme ich... Hier ist das... Hier ist das Kabel durch... Ist jetzt hinten irgendwas passiert eigentlich an irgendeiner anderen Stelle? Das Kabel läuft ja nach dort. William... Die bauen. Hatten wir schon. Biowaffe ist klar. Ich bin damit lieber. Ein Stück Kabel wäre nicht schlecht, oder? Habe ich da so vielleicht den richtigen Riecher in der Richtung? Hier brauchen wir irgendwie ein Kabel. Oder irgendwas. Beeindruckende Sammlung von Folterinstrumenten. Aber wo ist die Wendler-CD? Und wieso kann. Das meiste davon habe ich auch bei mir im Keller. Na. Benutze William mit. Hier haben sie gesessen und sich an deinen Leiden ergötzt. Ich frage mich ganz ehrlich. Sorry, Jan. Okay, davon hat er keine Ahnung, das haben wir schon gesehen. Und auch wir haben ja faktisch davon keine Ahnung. Hier unten haben wir keinen Empfang.
Ich habe schon wieder Angst, dass ich wieder irgendwas übersehe, wenn ich hier nicht ordentlich aufpasse, aber hier ist nichts, ne? Wir versuchen nochmal kurz den Spaß. Dann kommt der Typ nochmal. Wer macht da so... Schnell, machen Sie auf! Hier ist ein wahnsinnig süßes Eichhörnchen, das müssen Sie sehen! Ich bin eher ein Schäferhundetyp. Ja. Außer der Parteiführung darf ich hier niemanden reinlassen. Ich bin eher so der Schäferhundetyp. Ey, super. Das ist supido. Richtig gut. Wer macht da so einen Lärm? So. Schnell, kommen Sie raus! Ich glaube, nebenan ist gerade ein Boateng eingezogen! Lügenpresse! Die Tür bleibt zu, bis die Parteiführung etwas anderes anordnet. Gute Idee. Bei dir ist das besser auf. Hier unten ab. Wie denn? Hier ist die Tür, da kann man nichts weiter machen. Da sind doch keine Kabel. Hier kann ich also nichts mitnehmen. Das Kabel habe ich durchgeschnitten. Dann ist drüben alles ausgegangen. Hier zumindest ein Teil. Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Das ist William. Okay. Wir brauchen einen Plan. Hier ist sonst nichts weiter, oder? Kann ich die benutzen? Ach! Kann ich, aber es passiert nichts. Dass das nicht funktioniert... Genau, Facepalm. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich kann da irgendwas drücken, aber es passiert nichts. Foltergeräte, da ist auch nichts weiter. Hier unten, da liegt irgendwas auf dem Boden, mit dem ich eigentlich auch nichts anfange. Gaffertape, aha! Sieht aus wie Klebeband, soweit ich das von hier unten erkenne. Ey, ist aber auch schwierig. Guck mal, ist genau über dem Zeichen. Da komme ich nicht ran. Na, aber er kommt da ran, oder? Der ist doch bestimmt größer als ich. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na sichi. Na sichi, mein lieber Böhmi. Pass bloß auf, dass du nicht ins Zahnrad greifst. Autsch. Egal, wir haben das Ding. Das ist das Wichtigste. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nee, das sind nur Foltergeräte. Alles klar, pass mal auf. Bup. Megafon. Jetzt brauchen wir nur noch Strom, ne? Sehe ich das richtig? Aber Strom haben wir hinten. Die haben das Kabel durchgeschnitten, guck mal. Aber er zeigt es nicht an. Macht er automatisch. 1, 3. Easy. Nein! Ups, die Leitung ist durchgebrannt. Ups, die... William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Na sichi. Das kitzelt. Okay, alles klar. Gut. Ich mach mal kurz die Kamera weg. Gibt es hier ein Problem, Soldat? Öffnen Sie sofort die Türe. Mit geschlossenen Bunkern habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Entschuldigen Sie, Boss. Alles klar, Boss. Ich mache auf, Boss. Wo ist er hin? William, wir müssen Ihre Pläne durchkreuzen und die Biowaffen vernichten. Ich habe so das Gefühl... Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt ganz einfach. Guck mal, das ist ein roter Knopf. Ich will ganz kurz so gucken. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Hier sind die Pläne zur Welteroberung. Na, zeig mal. Was steht da? Hauptsache vor Wintereinbruch in Russland sein? Naja. Das sind die Pläne? Das ist alles? Geile Glotze. Aber vielleicht könnte mal jemand umschalten. Ich will sexy Sportclips sehen. Ja, interessant. Wo war nochmal Norden? Das ist der erste richtige Mann, um das zu lesen. Da steht on, off. Das vielleicht ist kann ich damit die Biowaffe deaktivieren. Guck mal, das probieren. Aber guck mal, wir machen das mal William machen, oder?
Ich habe meinen Code schon eingegeben. Achso, okay, nee, der darf immer noch nicht. Dann sind wir dran. Was passiert jetzt? Ach, ich drück da jetzt drauf. Oh oh. Whoa. Das war nicht gut. Neo Magazin Game Royale 2 The Secret of Yannis Island. Ein Videospiel von BTF. Lizenziert durch ZDF Enterprises GmbH. Im Vertrieb durch Head Up Games. Yeah, Jan Böhmermann. Alright, also. Es endete mit einem großen Knall. Wunderbar, hat mir gut gefallen. Schönes, kurzes Spiel. Ich glaube, das waren jetzt wie viele Folgen? 3? Nicht mal ganz. Sehr schön. Ey, war teilweise gar nicht mal so einfach. Man musste ja tatsächlich kleine Schalter finden an der Wand und so. Das war jetzt nicht so easy peasy. Und ich gebe auch zu, ich habe tatsächlich einmal nachgucken müssen. Super Ding. Also ja, das war also dieses kleine Kurz-Let's-Play mal eben zwischendurch. Ich habe ja schon eine Zeit lang nichts mehr richtig rausgemacht, wegen des Zeitmangels. So, und das wird auch zukünftig wahrscheinlich auch nicht so einfach werden, aber ich mache einfach, wenn ich kann und wenn ich Lust habe. Ja, und dir trotzdem vielen Dank, wenn du zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und vielen Dank. Halt die Ohren steif, bis gleich. Grüß mir den Jan Böhmermann. Bis denn. Ciao.